Bin dabei. Ach, man darf noch mal. Das ist ja nice. Interessant, dann scheint da mal nochmal eine Runde. Kisten jagen. Ah, diesmal nur mit 3 Leben. Ja. Zum Fazit komme ich ja gleich dann, wenn die Credits sind. Erstmal wollen wir versuchen, ob wir das nochmal hinkriegen mit den Kisten hier. Und was sagt das Finish diesmal? Oh, schade. Wir haben es leider wieder nicht geknackt. Epilog. Interessant. Wie haben wir denn da? Wer kann dieses Mädchen sein? So gut. Ich sollte echt aufräumen. Nee, später. Das ist interessant. Wer ist denn die Kleine? Ich habe da gerade so einen Verdacht, wer das sein könnte. Mom? Dad? Jemand da? Juhu! Interessante Wohnung. Sie sind wohl abgehauen. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Ist der Hund vielleicht so eine Anspielung auf Naughty Dog? Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Das ist doch bestimmt eine Anspielung auf Naughty Dog. Der Hund. Na gut. Aber nur das eine. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Okay?
Schicke Wohnung. Na bitte. Was haben wir da noch? Jetzt in einem kleinen Café in der Straße von. Vielleicht das Kostüm meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du im Kühlschrank nicht so ganz beschissenen Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte nicht meine. Außerdem hat sich Sam darin, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei. Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Also sei ein braver Junge. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns, sagt Cassie. Sie soll schön das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, in ein paar Wochen wieder zu sehen. Dein Kumpel Victor. Moment, da war noch was auf der Rückseite. Diese zwei. Okay, die arbeiten scheinbar jetzt zusammen. Ich habe eine Ahnung, wessen Kind das sein könnte. Taj Mahal, ich komme. Nur noch ein paar Wochen. Mensch, da steht noch was drauf. Die Welt sehen, die Bedürftigen helfen. Ein Monat voller Abenteuer. Sieh die Wunder Indiens mit eigenen Augen. Tauch rein in die reiche Kultur des Landes. Erkunde alte Tempel. Falsch auf den Märkten und besuche zum Abschluss das berühmte Taj Mahal. Zusätzlich verbringst du einen Monat in einem Weißen Haus in Dehradun. Um Englisch Unterricht zu nehmen. Um mit den Kindern zu spielen. Ein aufregendes und vergessliches Erlebnis. Nur noch der Rest unserer Crew. Also das Auto ist da. Vielleicht wurden sie von Außerirdischen entführt. Oder sie sind einfach zu Fuß unterwegs. Tja, dann ist die Frage, wessen Tochter ist das? Leben auf jeden Fall sehr idyllisch, muss ich sagen. Ich habe schon so einen Verdacht, wessen Tochter das sein könnte. Ich bin gespannt, ob sich das noch verhärtet, der Verdacht. Wir werden es ja gleich sehen, beziehungsweise bald. Das ist jedenfalls das erste Mal, dass ich noch so eine Epilog-Stage sehe. Das hatten wir noch nie zuvor bei Uncharted, dass es noch eine Epilog-Stage hinterher gibt. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Du hast es rausgefunden. Das sieht aus wie so ein Maya-Tor von den Mayas oder so. Wow, das
Das wurde toll gesäubert. Ich dachte, wie so ein Meier-Fundstück. Echt interessant. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Ja, wer auch immer hier wohnt, er liebt offenbar das Abenteuer. Wie albern. Niedlich. Tja, ahnt ihr auch schon, wessen Kind das sein könnte? Das sind seine Schlüssel. Keine Chance. Einfach keine Chance. Haben wir da alles? Das ist dieses Kreuz vom heiligen Dismas. Das einzige, was noch erinnert an dieses Abenteuer. Dann haben wir dort eine spanische Dublone. Aber von wo? Ich glaube, das war aus Uncharted 1 die Münze. Tja, wer könnte hier wohl wohnen? Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Wer könnte hier wohl wohnen? Ahnt ihr es auch schon? 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Tja. Nach Averys Schatz gesucht? Tja, ich denke mal, spätestens jetzt dürfte es klingeln bei den meisten, wer das ist. Niemals. Ist das Dad? Das ist auf jeden Fall. Das ist Dad. Und ich denke mal, der Grosche dürfte jetzt gefallen sein. Das scheint Nathans Tochter zu sein. Das ist das Uncharted 1 noch. Oh, Scheiße. Der Schatz. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Hm. Ja.
Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das, eigentlich das schon, stimmt. Ja. Bullshit. Mordwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führt uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Ja, das war Uncharted 4, Thief's End. Ja, das sah ganz nach Abschluss aus. Die beiden haben jetzt ein Kind, Cassie. Und ja, die fand anscheinend gerade heraus, dass ihre Eltern anscheinend ein ziemlich wildes Leben hatten als Abenteurer. Ja. Der vierte Teil ist grandios geworden, nochmal ein richtiges Sahnehäubchen. Es war megamäßig viel cooles Neues dabei. Man hat zum Beispiel auch viel aus seiner Jugend gesehen. Auch die Geschichte zwischen den beiden Brüdern, also Sam und Nate, fand ich extrem genial. Auch das mit dem, ja, mit der Rumfahrerei, mit dem Jeep und so weiter. Jede Menge coole Rätsel, geile Musik wieder mal. Fantastische Steuerung, einfach nur genial. Teils auch richtig freche KI von den Gegnern. Aber das ist man ja quasi schon, das bin ich quasi schon ein bisschen gewohnt. Ja, und ich glaube, der vierte sollte wohl die Uncharted 3 endgültig schließen, so wie ich das gesehen habe. Es gab nochmal einen Epilog mit Blick quasi in die Zukunft. Cassie ist die Tochter von Nate und Elena. Man sah auch schön innerhalb von diesen vier Teilen jetzt, wie sich das entwickelt hat zwischen Elena und Nate. Es hat zwar oft gekriselt, aber im Prinzip, wenn man alle vier zusammenfügt, kriegt man eine komplette Love Story zwischen den beiden. Tja, und das war sie dann. War jetzt quasi das Happy End. Samuel
scheint mit Sully zusammenzuarbeiten. Die sind ein gemeinsames Team. Und ja, Nate und Elena machen jetzt quasi legale Bergungen. Also keine quasi illegalen Abenteuer mehr. Das ist vorbei. Ich könnte mir aber eventuell vorstellen, dass eines Tages mal Cassie auf den Trichter kommt und ja, das quasi wilde Abenteuerleben ihres Vaters fortführt. Aber soweit sieht aus, als wenn die Reihe hier zu Ende wäre. Es sei denn, es kommt irgendwann noch ein neuer Uncharted heraus. Ich würde es begrüßen. Uncharted Legacy gab ja schon. Lost Legacy gab ja schon so einen kleinen Vorgeschmack. Da sind ja schon zwei neue Gesichter zu sehen. Zwei Frauen. Vielleicht kann es sein, dass die Nate-Reihe hier zu Ende ist und dass sich quasi jetzt eine neue Reihe aufbaut. Mit diesen beiden Frauen aus Lost Legacy. Von Nadine hat man nichts mehr gehört. Die ist dann quasi abgehauen. Da, ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich fand es ein bisschen komisch am Ende. Gut, Rafe, das ist klar, der hat bekommen, was er verdient. Das Fechtduell war nochmal cool. War zumindest, ich fand diesen Bosskampf, muss ich sagen, besser als den in Uncharted 3. Wesentlich besser. Ja, aber wie steht's jetzt mit meiner Top-Liste, was Uncharted betrifft? Das ist sehr schwer zu sagen. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Auf Platz Nummer 3 würde ich sagen, würde sich befinden. Uncharted 1 würde sich auf Platz Nummer 3 befinden. Auf Platz Nummer 2. Hier wird's schwierig. Hier wird's sehr, sehr schwierig. Muss ich echt überlegen. Entweder 2 oder 3. Ah, es ist schwierig. So gesehen würde ich sagen, eigentlich muss ich sagen, Platz 2 ist so ein Doppellink. Platz 2 teilen sich nämlich 2 und 3. Würde ich jetzt so meinen. Aus dem Bauch heraus. Und ich muss tatsächlich sagen, da der Bosskampf alles abgerundet hat und mit der Winde und so weiter, würde ich sagen, mein neuer Top-Titel wird tatsächlich der vierte Teil sein. Also der. Das würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus entscheiden. Ja. Und ich würde es jedenfalls begrüßen, wenn quasi die Uncharted-Reihe noch irgendwo weitergeht. Und sei es halt. Seien es halt auch dann Randteile. Würde ich auch sehr begrüßen. Ich würde mich aber auch freuen, wenn die Reihe richtig weitergeht. Und ich werde das hier quasi als Bonuspart und Epilog dann, ja, schneiden. Also mit dem Epilog und so weiter, das wird jetzt ein extra Part werden. Vielleicht dann nicht sogar finaler Part, mal schauen.
Ja, ich denke mal, ich werde es der finale Part nennen. Ja, was kann man noch groß sagen? Die Idee mit der Winde fand ich auch ziemlich cool und dem Seil. Weil das Seil, ich glaube, das ist das erste Mal, dass man ein Seil benutzen konnte bei Uncharted. Das gab es zuvor, glaube ich. Nee, aber das gab es zuvor noch gar nicht mit dem Seil. Es war immer so, ja, springen und halt richtigen Moment festhalten. Das Seil würde ich tatsächlich jetzt als Erneuerung sehen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es vorher schon gab, das Seil. Und ich kann es echt nur Leuten empfehlen, wenn ihr auf Tomb Raider steht und so eine Spiele, dann ist Uncharted genau das Richtige für euch. Definitiv. Es war wirklich wie ein richtiger... Es war ein Film. Ich kann es wie in allen Uncharted-Teilen zuvor nur sagen, es war wie ein Film. Ich bin echt begeistert. Es wird immer eins meiner absoluten Favorite-Spieler bleiben. Definitiv wird es immer eins von meinen Favorite-Spielen bleiben. Die Reihe ist absolut bombastisch. Von der Story her, von der Abrundung her am Ende, einfach nur genial. Einfach nur richtig genial. Ja, anders kann man es... Anders kann ich es nicht beschreiben, außer in einem Wort. Awesome. Einfach nur awesome. Ja, die Credits werden jetzt runterlaufen. Bis zum Schluss. Ob jetzt noch eine Cutscene kommt, weiß ich nicht. Ich denke mal eher weniger. Oder so ein... Ja. Oder so ein kleiner Teaser schon auf das, was vielleicht noch kommen könnte. Mal schauen. Gut, dann werde ich mich an der Stelle hier verabschieden. Ich lasse die Credits jetzt runterlaufen und dann sehen wir uns dann nach den Credits dann wieder. Okay, anscheinend kommt da jetzt nichts mehr. Gut, wir können aber nochmal
Bei den Extras schauen. Und Designs. Nathan Drake haben wir hier in verschiedenen Designs. Ich will jetzt aber nicht extra noch machen mit dem Preisschild, das kann ich später so noch machen. Dann haben wir Waffen, die wir freischalten können. Das sind alles die Waffen, die wir auf unserem Abenteuer gefunden haben. Dann haben wir hier Rendering-Modus. Ach so, man kann quasi dadurch die Sicht verändern, indem man das Spiel spielt, zum Beispiel total auf dem Trip im Regenbogenland oder 8-Bit. Finde ich auch sehr lustig. Ein Schwarz-Weiß-Fotofilter, Blau-Orange-Fotofilter elegant, Kühl, Inferno, Noir, Sephir, lebhaft. Lebhaft, altmodisch, warm. Das finde ich cool, dass man die ganzen Sachen verändern kann. Spiegelung bei Tod. Zeitlupe. Zeitlupenfenstermodus. Lol. Es gibt ohne Scheiß ein kleines. Es gibt keine Schwerkraftmodus. Her damit. Definitiv her damit. Helium Audi gibt's noch. Anti-Munition. Das finde ich auch ganz lustig. Kann man auch mal freischalten. Und dann effektiv diesen Zeitlupenmodus. Ja, den Rest entscheide ich mich später, was ich da noch mache. Dann mal die Modellgalerie. Da können wir halt noch die Modelle freischalten. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel zum Beispiel Kings Bay. Da kann man uns halt dann die Modelle dann angucken. Und zum Schluss haben wir die Konzeptgalerie, wo wir halt noch diese Bilder freischalten können, die wir da oben dann halt sehen. Sind halt, Pictures. Interessant für mich gerade die Add-ons. Ja, man kann anscheinend verschiedene Outfits freischalten. Ich wollte nochmal im Tagebuch unsere ganzen Schätze nochmal angucken, die wir gefunden haben. Oder. Na gut, das hatte ich tatsächlich. Achso, da oben ist es ja Schätze. Da können wir nochmal schon was weiß gefunden haben. Hier zum Beispiel die antike Spielhallenmarke, das Mogulwassergefäß, kann aus rotem Ton und Silber. Bronze-Wildschwein, Elfenbein, Totenkopfschnitzerei, schottischer Halfpenny, Zinnkästchen sind der Vogel, Zinnkästchen, schottischer Gerichtsstab, Swasa-Tabakdose, Mogul-Puderflasche aus Elfenbein, Mogul-Kästchen, schottischer Zwei-Pence-Münze, schottische Sumpf-Tabakdose, Taschenpistole, Schale aus Nefrit und Jade, Tabakdose, Kombinationsschloss, Mogul-Elfenschnitzerei und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind alles die Sachen, die ich
ja, mehr oder weniger durch Zufall mitgenommen habe. Und ich habe ja gesagt, dass ich die nochmal dann durchswitche. Alle, die ich halt dann im Verlauf meines Abenteuers gefunden habe. Ist alles sehr interessant zu sehen. Und ihr merkt schon, da haben wir eine ganze Menge noch gefehlt. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's von Uncharted 4 Thief's End. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, dann kann ich bloß noch sagen, Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.